Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Schönen guten Tag. Und Christian Alner. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge der Online-Geister. Heute geht es um... Etster. Den Vogel? Gleich kommt. Dazu, okay, später dazu mehr. Ansonsten machen wir einfach weiter, wie es im Programm steht. Und bringen... Online-Geister, Hausmeistereien. Wird nur ein bisschen lockerer werden, Christian. Wir bringen euch noch auf den aktuellen Stand. Ich wollte das ja zumindest noch ankündigen für die Leute. Ja, bei den Hausmeistereien bringen wir auf den neuen Stand. Letzte Folge ging es leider um God of Game of Thrones. Wobei leider so eine relative Sache. Es hat sich aber durchaus auch in den Livestream oder generell in unseren Statistiken niedergeschlagen. Wir haben etwa 400 bis 500 Downloads gehabt, was weniger ist als sonst. Und knapp 21.000 Hörer in der Spitze. Also es sind anscheinend auch andere Leute Game of Thrones müde geworden, aber wir wollten einfach den Abschluss der Serie auch nutzen, um darüber zu berichten. Ich möchte aber zumindest noch die letzte Folge abpassen, bevor ich mir ein finales Urteil erlaube. Aber unabhängig davon, wir haben uns ja eigentlich mit Marketing zu Game of Thrones beschäftigt. Stimmt. Und da möchten wir uns auch wieder ein bisschen stärker auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren, mehr dazu nachher. Und haben dazu aber jetzt eine kleine Fazitskala mal aufgebaut. Von 0 Universaldilettant bis 10 Fachidiot. Wie würdest du die Folge für dich einordnen? Betreffend Vorwissen, was nötig ist? Kann man es einfach so hören? 6,5. Okay. Es war schon sehr viel, muss schon wissen, was Social Media ist, um das zu hören. Und dann geht es halt auch sehr viel Fachbegriffe, kann ich mich erinnern, dass wir die, wenn man auch erläutert, aber erstmal auch sehr viel, was gibt es, was kann man damit machen? Und ich glaube auch einfach nicht für jeden. Ja, würde ich auch sagen, weil Game of Thrones ist einfach auch, es ist Fantasy, es ist so ein mittelalterorientiertes Fantasy. Schon, aber das ist, was wir erzählt haben mit dem Marketing, so, das kann nicht jeder direkt anwenden. Jetzt gesagt hätten, wie redet ihr als Fan cool über eure Serie auf Twitter, das war es ja nicht, sondern wie, wenn ihr also so eine Serie habt, wie macht ihr die groß? Oder was Vergleichbares habt. Wie viele dazu haben so eine Serie, macht es bitte per Handzeichen, habe ich mir gedacht. Geht ja aber auch nur um die Prinzipien, aber geht mir eh nicht. Also ich denke, Grundwissen ist auf jeden Fall, wann ansonsten finde ich, wir haben auf jeden Fall eine nette Übersicht gegeben, die auch andere durchaus nutzen können, kommt halt immer auf die Branche an. Okay, kann aber nicht jede Folge Creative Commons sein. Wir haben ein paar Meldungen. Das Silicon Valley macht jetzt Podcasts, das heißt, wir kriegen Konkurrenz. Jeder macht Podcasts. Ja, aber eben auf Facebook, Twitter, LinkedIn. Ich habe noch Firefox gefunden. Und da gab es auch beim Deutschlandfunk, genauer gesagt bei Deutschlandfunk Kultur war das eine kleine Podcast-Kritik. Ich würde die zumindest mal kurz anspielen. Kurz zu den Namen noch. Also Facebook, also Twitter Character Account verstehe ich, weil Twitter ist die Zeichen begrenzt. Warum heißt Facebook 3.5 degrees? Keine Ahnung, aber können wir gerne kurz mal mit drauf eingehen. Also bei Facebook 3.5 degrees. Der Twitter-Podcast Character-Account, LinkedIn heißt Hello Monday. Ich glaube, es ergibt sich wieder logisch, weil Business-Podcast. Hm. Aber ich habe dann noch den offiziellen Firefox, auch einen deutsch erhältlichen Firefox-Podcast gefunden, der nennt sich A-Web. A-Web? Also A-Doppelpunkt-Web. Kann man sich auch fragen, warum. Aber hey, wir heißen Online-Geister. Kreative Freiheiten. Klingt über Plauschangriff als Podcast-Name. Okay, aber betreffend der Meinungen an sich gab es noch eine kurze Bewertung seitens des Deutschlandfunks. Ich würde es einfach nur mal kurz anteasern wollen. Mhm. Just a few years ago, there was only a handful of ways to reach out to people. But today, there's an explosion in the number of ways we can stay connected. Diese Phrasendrescherei à la wir wollen Menschen zusammenbringen. Könnte es passendere erste Worte für diesen Podcast geben? And you're listening to 3.5 degrees. An original podcast from Facebook. Und mein Finger geht automatisch zur Stopptaste. Das machen wir jetzt auch mal kurz. Ich glaube, Meinung reicht da schon. Also der Facebook-Podcast kommt da auch eher schlecht weg bei der Kritikerin. Kann ich persönlich auch bestätigen. Bei Twitter, muss ich sagen, fand ich persönlich ganz interessant. Aber ich habe mir sagen lassen, es ist halt auch eher für die Social-Media-Spezies. Ja, wenn Social-Media-Podcast macht, dann, ne? Kann ja nicht jeder. Aber ich muss sagen, ich kann den A-Web-Podcast von Firefox durchaus empfehlen, weil die sich vor allem mit Netzkulturelementen beschäftigen. Unter anderem die Artikel 13-Demonstrationen, wie die halt auch dazu geführt haben, dass der Interviewpartner zu einem Vollblutpolitiker geworden ist. Über das, was ihm da halt begegnet ist, der Widerstand etc. pp. Also das sind dann so wirkliche Lebensgeschichten der Leute. Und das finde ich, das kannst du auf jeden Fall einer größeren Masse auch antun an Leuten. Wenn ich mal Zeit habe, ich habe erstmal noch 30 bis 40 Folgen Lost in the Multiverse vor mir. D&D-Kampagnen-Podcast, egal. Aber einfach als Hinweis mal gedacht. Spannendere Themen. Pornhub hat vielleicht mitbekommen, seine Bisexual-Kampagne, um die Bienen zu retten,
haben die ja gezeigt, dass ja Bienen im Prinzip ja auch Verkehr haben mit den Blumen, um die zu bestäuben. Mhm. Und dann einfach auf Videos, die von Bienen bestäubt, von Bienen Blumen bestäuben, Pornodarsteller das synchronisieren lassen, darüber sprechen lassen, als wenn die Biene Sex mit der Blume hätte. Lustige Idee, waren für mich zu viele Videos, um das diesen Gag zu tragen. Ja, aber vielleicht dazu nur zusammenfassend. Hey Babe, what are you doing? I'm saving the bees, honey. Again? That's the 6th time today. Das war das offizielle YouTube-Video der Kampagne. Pornhub kein Marketing. Also das ist definitiv. Die wissen, was sie sind, die kennen ihr Klientel, die wissen, wie sie wahrgenommen werden und das nutzen sie. Ja, und was ich auch sehr interessant finde, deswegen haben wir die Kampagne einmal mit reingenommen, weil Pornhub auch schon wieder in Schlagzeilen war, denn die wollen Tumblr kaufen. Vermutlich werden dann wieder Pornos erlaubt sein auf Tumblr oder pornografisch, weil ein paar Kanäle gibt es noch, die irgendwie generell Ding umgehen, auch ja. Sexualisierte Inhalte, es muss ja nicht alles gleich Pornografie sein, es darf ja auch durchaus ein Kunstinteresse sein, das wurde ja generell einfach der amerikanischen Prüderie geopfert. Ja, aber nachdem das Tumblr zumindest groß offiziell verboten hat und dagegen vorgehen wollte, haben sich andere Blogs gebildet. Also ich habe gefunden BDSMler. Du da? Sinblur, das ist eine Plattform, die auf Mastodon aufsetzt. Da hatten wir auch schon mal einen Quickie dazu gemacht. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Darüber weiß ich was. Es ist nicht so, dass wir jetzt jede Art von Pornografie oder Pornografie an sich gutheißen würden. Nee, das geht aber einfach um drauf. Die Meinungsvielfalt und dass Meinungsvielfalt durchaus auch erlaubt ist, solange es sich natürlich innerhalb vom gesetzlichen Rahmen bewegt. Das ist einfach nur als kleiner Disclaimer an der Stelle. Apropos SM. Tristan und ich haben einfach miteinander gesprochen und wollen einfach in den nächsten Folgen uns mal wieder stärker auf die Online-Gaster-Kernkompetenzen, also Social Media, Digitalisierung, Netzkultur an sich, konzentrieren. Hätte natürlich auch gerne euer Feedback. Was würdet ihr gerne wissen? Was würdet ihr gerne hören zum Thema Social Media an sich? Oder seid ihr der Meinung, das, was wir jetzt in den letzten Jahren auch gemacht haben, solche Ausflüge wie in Sex, Versicherungen, heute dann Steuern, ist auch interessant? Also uns würde einfach mal eure Meinung interessieren. Sonst gibt es nächste Woche wieder eine Folge über Steuererklärung, wenn sich keiner rückmeldet. Ich mache doch Seminare zu, ich kann da ewig drüber reden. Nein, aber einfach mal euer Feedback. Schreibt uns. Alle Kontaktdaten onlinegaster.com, wie üblich. Ja, bezüglich zukünftige Folge, Artikel 13, da hat sich wieder was ergeben, aber dazu würde ich einfach mehr erzählen, wenn wir dann die volle Folge dazu machen. Ja, gerne. Ansonsten jetzt nur als da noch Anmerkung. Weiter, das führt jetzt irgendwie zu weit. Ich möchte aber nur anmerken, falls ihr Twitch-Nutzer seid, könnte es künftig zu Einschränkungen kommen. Also nicht wundern, das ist dann kein technischer Defekt oder so. Das kann einfach an den Upload-Filtern liegen, die dann irgendwann mal kommen könnten. Das ist jetzt zumindest bei T3N mit rausgekommen. Also als Beitrag rausgekommen. Wir möchten kurz darüber informieren, einfach, dass ihr nicht irritiert seid. Ja, Gasquickies? Da habe ich mich Anfang Mai mit den Quartalszahlen, also wer von euch ein bisschen Statistikfetischist ist, von Facebook, Twitter, Snap und Xing auseinandergesetzt und halt auch so ein bisschen Analyse gemacht, was das jetzt einfach für die Plattformen heißt. Wie haben sich zum Beispiel die Datenschutzskandale von Facebook im letzten Jahr auch aufs Unternehmen ausgewirkt? Ja, nein, vielleicht. Habe ich mal darüber berichtet. Auch gerne Feedback an der Stelle, was ihr davon haltet, ob das euch schon zu speziell ist oder ob ihr sowas immer mal gerne hättet, so ein bisschen reingesprenkelt einfach. Ja, ansonsten arbeitest du immer noch an deiner Dissertation. Ja, das jetzt auch wieder verstärkt. An sich. Aber ich habe einen Podcast dazu mit aufgenommen. Ach ja, die Underdogs, die kenne ich noch aus meiner Zeit vom Stura. Die sind ab und zu aufgetaucht und kriegen Förderung von die Underdogs, aber halt mit C, weil es um Dokumente geht. Das ist ein super Wortspiel. Auch Doktoren, achso, ich dachte, das war um die Dokumente. Doctors. Ah, okay. Die noch nicht Doktoren, die Promovierenden. Warum denn nicht mit okay, ja, klar, ich dachte Docs, weil es auch egal. Hausarbeiten über vorgestellt, egal. Ich dachte, egal. Auf jeden Fall ist Christian da anscheinend aufgetaucht. Unter dem Titel, wie mit einem Idioten. Kann man einfach so stehen lassen. Hört rein, was die Phrase bedeuten soll. Denn ich habe ja auch noch bei einem anderen Podcast zum Thema Zauberei was gesagt. Genau, du hast dich mit einem Zauberkünstler unterhalten oder einfach nur geguckt, wie Zauberkünstler Social Media nutzen? Also ich habe mich auch mit zwei Zauberkünstlern, die halt die Sendung moderieren, unterhalten. Halt eben Social Media Marketing für die spezielle Zielgruppe der Zauberkünstler, so, aber generell einfach lesen, Social Media du warst für beim magischen Podcast, ja. Ja, lesen kann helfen. Okay, aber das ist einfach nur als Info. Links packen wir euch jeweils in die Shownotes rein. Beim Zuhören war ich schon immer besser und letztes Jahr im Herbst hat eine Band aus der Mongolei, ein bisschen für Aufsehen gesorgt, indem sie traditionelle asiatische Musik mit moderner Musik verknüpft hat und zwar auf eine sehr ansprechende Weise, die vielen Leuten sehr gefallen hat. Es geht um The Who, einfach nur H-U, The Who, Juve. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache.
Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in 2 Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für 2 Minuten an. Monatlich kompakt kuratiert. www.onlinegeister.com/newsletter. Das war Onlinegeister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.